Salam, meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr sehen könnt, habe ich schon wieder einen neuen Trockner, nämlich einen Hoover 9 Kilo Infinity, also A++, ist ein Wärmepumptrockner. Die Vorbesitzer haben mir das Ding gegeben, um zu kontrollieren und nachzuschauen, was er für ein Problem ist. Die sind am Verzweifeln, da habe ich gesagt, kein Thema, mache ich euch, kann ich gerne machen. So, das Ding brummt, läuft nicht an, die gehen von einem Motorschaden aus, es ist kein Motorschaden. Bei dem Trockner ist einfach der Anlaufkondensator-Defekt. Das Blöde ist an diesem Trockner, man kann nicht seitlich ran, man muss komplett den Trockner auseinandernehmen. Das habe ich schon in einigen Videos euch gezeigt, aber wir nutzen jetzt erstmal auch ein paar Fragen zu beantworten. Die Stephanie S. hat mir geschrieben in die Kommentare, hey, wie kann man die Lamellen von einem Wärmepumptrockner reinigen, die fest verbaut sind? Wir kennen natürlich von den anderen Trocknern, wo man jetzt hier die Kondensatoren rausholen kann. Die kann man unter die Dusche stellen. Man kann damit auch zu der Waschstraße fahren. Ich fahre persönlich immer zu der Waschstraße und mache das mit einem Hochdruckreiniger komplett sauber. Danach sehen die Picobello aus, aber natürlich mit ein bisschen Abstand, weil man könnte auch die Lamellen hier verbiegen. Es ist halt sehr wichtig, wenn jetzt hier ein bisschen verstopft ist, das kann man sehr leicht rauskriegen. Hier wird es ein bisschen schwieriger, aber das kriegt man auf jeden Fall mit einem Hochdruckreiniger oder wenn man das vorzeitig schon sehr oft halt reinigt. Nach allen 3-4 Mal trocknen sollte man das Ding unter die Dusche stellen, abspritzen. Somit kann sich ja auch in diesen Luftwegen nichts einfangen. Dann hat man auch das Problem nicht, dass man da einen Hochdruckreiniger benutzen muss. Aber wie ich es kenne, in den meisten Fällen machen die Leute das Ding nicht sauber. Die machen nur diesen Flusensieb sauber, Feierabend, aber das Ding wird sehr, sehr selten sauber gemacht. Und dann gehen wir halt zu diesem Punkt. Wir können uns das Ganze mal anschauen, wie das aussieht. Das sind ja fest verbaute Lamellen, da sind Röhrchen drin, da verläuft das ganze Kühlmittel. Vorne wird es gekühlt, hinten wird es aufgeheizt wieder. Das bedeutet, man kann das Ding nicht rausnehmen, weil das Ganze ist mit diesem Kompressor verbunden. Und da ist natürlich die Schwierigkeit, das Ding sauber zu machen. Es gibt zwar viele Vorkehrungen, wie man die machen, zum Beispiel hier haben wir das Problem. So sollte das auf keinen Fall aussehen. Das ist hier schon gerissen. Das Ding können wir in die Tonne kloppen. Da brauchen wir auf jeden Fall einen neuen Schwamm. Und wenn das langsam so Stück für Stück auseinander geht und keiner kontrolliert das, dann ist es kein Wunder, wenn die Lamellen sich voll mit Flusen setzen, weil die Trockner sind halt nicht hundertprozentig dicht. Die muss man auch öfters mal reinigen. Und wenn man das öfters mal reinigt, relativ einfach kann man das nehmen, wenn ihr jetzt Glasreiniger, sonst was für Reiniger habt, einfach mal eine Sprühflasche genommen. Ich benutze zum Beispiel einmal hier so Chlor. Ich schütte hier Chlor rein und spritze da alles voll. Chlor ist ziemlich aggressiv gegenüber diesen Flusen. Das löst alles auf. Also zu 90% kriege ich mit Chlor alles sauber. Zudem kriegen wir auch den Gestank da weg. Weil manchmal sammelt sich da irgendwas von diesen Weichspülern und alles mögliche an. Irgendwann fängt es an zu stinken. Ein bisschen Chlor darin gesprüht, aber ordentlich so. Das ist überhaupt nicht schlimm, weil das Ganze läuft dann in den Flusensumpf. Und im Flusensumpf kann das wieder dann wieder hochgepumpt werden, sobald Wasser da reinkommt. Somit, so wie sterilisiert ihr auch noch die ganzen Luftwege mit dem Chlor. Finde ich super. Und dann kann man zum Beispiel jetzt nichts Scharfes nehmen, wenn man jetzt irgendwie da an die Lamellen geht, weil da sind auch Röhrchen und die ganzen Leitungen. Da muss man sehr vorsichtig sein. Es gibt spezielle Bürsten für sowas, aber die sind eigentlich teuer und nicht überall zu kriegen. Wenn man das Ganze da jetzt mit Chlor eingesprüht hat, sauber gemacht hat, kann man auf jeden Fall mal so einen Hochdruckreiniger nehmen. Hat natürlich nicht jeder. Und dann einfach mal hier mit ein bisschen Abstand durchspritzen. Das Ganze wird sich natürlich immer tiefer nach hinten verlagern. Und hinten kommt man sehr schwer dran. Es sei denn, man nimmt die ganzen Trockner auseinander, nimmt man die Deckplatte ab. Und dann kommt man wirklich super gut von oben dran. Aber das ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit, die ich eigentlich auch ungern mache. Das mache ich nur, wenn ich wirklich mit Chlor und Luftdruck nicht weiterkomme. Aber im Normalfall, wenn man jetzt hier mit dem Chlor reinsprüht, wenn es wirklich stark verstopft ist, man kommt bis hierhin mit dem Chlor, dann kann man mit dem Druckreiniger ein bisschen durchblasen und dann, wenn das sich hier alles aufgelöst hat auf der Stelle, kann man immer tiefer reinsprühen, immer tiefer. Irgendwann hat man schon das Ding ziemlich gut sauber. Aber es geht nicht anders da, wenn es wirklich nicht anders geht, wenn alles komplett verstopft ist und man kommt da nicht dran, da muss man halt das Ding auseinandernehmen. Ich weiß nicht, ob das den Leuten dann wert ist, wirklich sich da 4 Stunden hinzustellen, den kompletten Trockner auseinandernehmen und dann kann man definitiv auch viel falsch machen.
Am besten da jemanden fragen, der sich mit sowas auskennt, der sich irgendwie Schrauben merken kann. Wenn ihr euch nicht merken könnt, welche Schraube wohin gehört, aufschreiben, fotografieren, Video machen. Somit seid ihr auf der sicheren Seite und könnt den Trockner wieder so zusammenbauen, wie er gehört. Weil ich habe schon viele Fälle gehabt, die haben Schrauben vertauscht. Somit haben die dann das Gewinde kaputt gemacht. Da muss man halt eventuell eine größere Schraube nehmen. Aber halb so wild. So, zu der Reinigung sind wir gekommen. Das Ding haben wir einmal gezeigt, wie defekt das ist. Da hat auch keiner so großartig geguckt, aber das ist nicht so schlimm. Das kostet nur ein paar Euro, kann man relativ günstig bekommen. Zur Not kann man da auch einen anderen Schwamm nehmen. Es gibt ja so Matten überall zu kaufen. Ist kein Thema, ist eine Kleinigkeit, aber sehr wichtig ist immer kontrollieren. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal an den Trockner und schauen uns, was er für ein Problem hat. Ich weiß schon, dass er Kondensator defekt ist. Das Blöde ist halt, dass ich jetzt die Trommel alles rausnehmen muss, um an diesen Kondensator dran zu kommen. Das habe ich schon öfters mal gezeigt euch, habt ihr in Videos gesehen. Aber ich will mal das Ding jetzt mal einfach mal ein bisschen aufschrauben und reinschauen, wie sieht die Flusenbildung innen drin aus, um die Trommel. Sind die Filzdichtungen dicht oder nicht? Wenn sich innen drin sehr viel Staub und das ganze Flusen bildet, wissen wir, dass die vordere Dichtung schon nicht mehr in Ordnung ist. Normalerweise dürfte die kaum was durchlassen. So ein bisschen ist in Ordnung, aber zu viel darf da auf keinen Fall sein, weil diese Flusen könnten diverse Kabel angreifen, also auf die Elektronik übergreifen und dann, sobald es feucht wird, gibt es einen Kurzschluss. Das löst dann diverse Fehler aus und alles. Somit kann man eigentlich sehr viel kaputt machen. Deswegen würde ich sagen, einmal im Jahr einfach mal den Deckel abmachen, reinschauen. Sollte sich da ein bisschen was befinden, mit dem Staubsauger vorsichtig absaugen. Vorher natürlich vom Stromnetz nehmen und darauf achten, es gibt ja noch Restladung da drauf. Da könnte man auch ein Gewicht kriegen, aber auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig dabei sein. Ist eigentlich kinderleicht, so einen Deckel abzumachen. Der ist mit zwei, drei Schrauben fest und dann werden wir das gleich uns mal ein bisschen so anschauen. So, wir haben den Deckel abgemacht und jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie sich hier die Flusenbildung gebildet hat. So, wir schauen mal hier rein. Ich muss einmal Licht anmachen. So, und wenn ich überlege, das ist seit 2016 der Trockner. Wir können mal schauen, es ist schon ein bisschen da, aber das ist ein Witz. Das ist wirklich ein Witz, das ist hier schnell rausgesaugt, ist gar kein Problem. So würde ich sagen, eine super Dichtung, die ist nicht defekt. Wenn das nur so viel ist, ist es gar nicht so schlimm. Wir können mal uns die Kontakte anschauen, da befindet sich auch kaum Flusen. Also das ist ein super Trockner, ich habe aber auch schon welche erlebt, die komplett bis oben hin voll waren, die standen schon kurz vorm Brand. Also, da kann ich sagen, echt super. Wir werden den gleich mal anschließen und dann schauen wir uns mal an, was das Problem ist. So, wir haben einmal Strom drauf. Jetzt stellen wir das Ding mal auf Handtücher ein. Das Ding läuft an. Sobald ich jetzt auf Start drücke. Und. Ja. Wir können hören, die Pumpe arbeitet. Der summt einfach nur. Das bedeutet, dass der einfach nicht starten kann. Der Anlaufkondensator ist defekt. Er kriegt nicht genug Spannung auf dem Motor. Das bedeutet, er kriegt das nicht zum Laufen. Man kann mal gucken, wie leichtgängig das ist. Ist eigentlich super. Wir werden den jetzt einfach mal einen kleinen Stupser geben, damit er anläuft, weil der Anlaufkondensator übernimmt das gerade nicht. So, Start. So, zack. Und die Maschine läuft problemlos. Die lassen wir jetzt einen Moment laufen, um zu gucken, was die so macht. Da haben wir so ein bisschen Disco-Effekt, wenn wir mal so drauf schauen. Ja, eigentlich super, finde ich geil. Seit 2016 ist hier alles picobello. Das einzige Problem, was es ist einfach der Anlaufkondensator, der sitzt da unten und da kommen wir natürlich nicht dran, ohne die Trommel rauszunehmen. Um die Trommel rauszunehmen, müssen wir hier die ganze Front einmal abnehmen. Das heißt, Tür abnehmen, alles abnehmen. Den lasse ich jetzt mal einen kleinen Moment laufen, um einfach mal zu gucken, bildet er genug Wärme, macht er alles so, wie er sein sollte. Circa nach 30 Minuten müsste er 60 Grad erreichen. Deswegen schaue ich mir das an, aber wir filmen das Ganze nicht jetzt 30 Minuten oder so. So, an dieser Stelle sage ich erstmal Ciao Kakao und solltet ihr Fragen haben, schreibt mir in die Kommentare.